So, ein kurzer Cut musste leider gerade sein. So, weiter geht's natürlich. Genau. Wollen wir gerade das Bild machen von dem Schauplatz. Genau, wir wollten ja hoch zu Dioid. Wollten dem ja jetzt endlich den Tod geben. Oder beziehungsweise mit Nino halt reden. Wahrscheinlich wird das aber so ausgehen, dass Nino sterben würde. Statt zu helfen. Also so wird das wahrscheinlich dann auch ausgehen, also... Also hier ist Nino drin. Genau. Na gut, egal. Der verlässt sowieso seinen Platz nicht, deswegen... Naja, Hector hat genug KP. Scheiße. Ja, Nino würde zu mehr als 100% sterben. Ja gut, Leute, sorry, geht dann leider wohl doch nicht. Gut, die Sequenz habe ich nicht an. Komm, ich habe genug KP. Wer ihr seid, ist nicht weiter wichtig. Es ist zu spät. Ich werde den Tod meines Bruders rächen. An einem nach dem anderen. Das ist eine heftig krasse Waffe, die er hat. Gut, mit Eliwat könnte man jetzt auch noch einen Dialog dadurch machen. Aber gut, das sparen wir uns dann halt. Das ist super. Gut, Legault, wenn du stirbst, dann sieht das blöd aus. Aber ich kann jetzt gerade nichts machen. Hey, lange nicht gesehen. Der Hurricane. Ich hörte, dass du die Fang verlassen hast, aber dich mit denen zu sehen, das ist unerwartet. Das sollte es nicht sein. Als Nergal dieser feige Schatten auf den Plan trat, wusste ich, dass die Fang am Ende waren. Weißt du, du bist der Punkt, den ich nicht verstehen kann. Lioid, was machst du hier? Warum all dies? Wer weiß, aber der Tod meines Bruders. Und dies durch die Hände deiner neuen Freunde. Wir sind nicht für Linus Tod verantwortlich. Das zählt nicht, ich glaube, dass ihr es wart. Und dieser Glaube reicht mir. Also gut. Ich verstehe, es wird sich nichts ändern. Ich wusste dies und dennoch musste ich es versuchen. Das ist eine schlechte Angewohnheit von mir. Leb wohl, Legault, mein alter Freund. Wir sehen uns wieder, Leot, mit Linus und Uhai. Selbst wenn es nicht mehr in dieser Welt sein wird. Leider! Das sind gute Freunde, wirklich. Und dem Spinne... ist er schon ziemlich traurig. Und ja, wie gesagt, ich mag die Black Fang einfach nur. Und ja gut, dann dieses Ende zu sehen. Ach, das ist heftig. Dann sehen wir jetzt gerade weiter, wie sie draufhauen kauen kann. Gut, hab eh nur die Geschwindigkeit hochbekommen, also. Sei es drum. Gut, Legault, du hast keine Chance gegen ihn. Jetzt versuchen wir es einfach mal mit Lin, aber bei der sieht das leider genauso schlimm aus. Ja, ich weiß, er hat seine KP jetzt so gut wie wieder. Aber dennoch. Gut, mit ihr gibt's keine Kommentare. Gut, wusste ich nicht. Ich dachte, es gäbe
Na, das sieht doch mal vielversprechend aus. Wobei ich sagen muss, es sieht nicht so doll aus. Das trifft, überrascht mich sehr. Gut. Das war eigentlich schon ziemlich erwartet. Ah gut, gegen einen Magier hat er wohl nicht so eine große Chance. Wahrscheinlich, wenn ich ein Elfenlicht oder so hätte, dann wäre es ziemlich effektiv gewesen. Hab ich ja aber leider nicht. Egal, greifen wir mit Raven jetzt Lioid an. Das kam unerwartet. Aber egal. 14 getroffen. Du musst nicht un. Ach, Mano, du musst nur nicht länger warten, Dinos. Ich komme zu dir. Ja, leider kommt er zu. Du hältst Eisenrune. Und wir mussten nur Lioid besiegen. Beziehungsweise wir mussten eigentlich nur alle Gegner töten. Bruder, warum? Warum musste er erst so weit kommen? Ich verstehe das nicht. Ja. Lord Artus, wann seid ihr angekommen? Gerade eben, die Kunst des Teleportierens, ihr wisst schon. Ich habe euch in meinem Kristall der Hellsicht beobachtet. Das Wichtigste ist, dass ihr es bis hierher geschafft habt. Wenn das wahr ist, warum habt ihr uns dann nicht gleich hierher gehext? Was hätte das bewiesen? Ihr könnt nicht auf Erfolg hoffen, wenn ihr euren eigenen Stärken nicht traut. Es ist eure eigene Kraft, die euch vorantreiben muss. Das ist das Allerwichtigste. Nun denn, gehen wir in den Schlund der Erde, wo uns Bramimund erwartet. Bramimund? Einer der 8 Legenden? Ist sie es, von der ihr sprecht? So ist es. Von den 8 Legenden sind nur noch Bramimund und ich übrig. Ich fürchte, eure Reise hierher war eine harte Prüfung. Eine Art Prüfung, nicht harte. Ich musste sehen, ob ihr würdig seid, ein legendäres Artefakt empfangen zu können. Ein legendäres Artefakt? Genau, es ist eine Waffe, die wir, die 8 Legenden, dazu benutzten, die Drachen zu besiegen. Mit ihr werdet ihr in der Lage sein, die Quelle von Nergals Macht an der Wurzel auszureißen. Eine Waffe, um Nergal zu besiegen? Die legendären Artefakte sind in Ländern jenseits dieses Kontinents versiegelt. Nur Bramimund ist in der Lage, diese Siegel zu brechen. Wenn sie uns nur diesen einen Wunsch gewähren würde. Es ist so dunkel. Es ist unheimlich. Ich kann gar nichts sehen. Psst, da ist jemand hier. Ihr seid Bramimund? Ja, ich nehme an, dass ich es bin. Was wollt ihr von mir, die ihr über der Erde lebt? Wir müssen euch um einen Gefallen bitten. Wir suchen nach etwas, das uns hilft, Nergal zu besiegen. Das ist bedauerlich, denn was ihr sucht, kann ich euch nicht geben. Die Menschheit würde dem Leid verfallen, würde ich die Siegel brechen. Was meint ihr damit? Im Moment hängt die gesamte Welt am Rande der Vernichtung. Die gesamte Welt? Warum sollte mich das kümmern? Meinetwegen kann die ganze Welt in Flammen aufgehen. Bei Vater Himmel, eure Stimme. Die Art, wie ihr sprecht, ständig ändert sich dies. Wie viele. Bramimund hat kein Selbst. Er, sie, es, ja, es ist kein. Es ist ein Spiegel, der die Person reflektiert, den er anspricht. Er selbst projiziert von sich aus keine Persönlichkeit. Es gab so viele Bramimunds, wie ihm Leute überstehen. Bramimund, erinnert ihr euch an mich? Artus? Es ist viele Zeitalter her. Ich kann mir nicht erklären, warum ihr diese Leute hierher gebracht habt. Warum ich alles versiegelte. Habt ihr den Grund schon vergessen? Die legendären Artefakte sind nicht für Menschenhand gedacht. Aber so können wir Nergal nicht aufhalten. Wir brauchen eure Macht, um die Welt zu retten. Bramimund, erinnert ihr euch? Auch wir sind Menschen. Diese Leute werden sich nicht durch Macht verführen lassen. Sie gelangten ohne meine Hilfe hierher, nur mit ihren eigenen Fähigkeiten. Auch ihr habt sie beobachtet, oder? Es ist wahr. Sie scheinen besser, stärker zu sein als die meisten Menschen.
Und doch, Menschen sind zerbrechlich. Welche Garantie habe ich, Athos, dass sie nicht dieser Zerbrechlichkeit erliegen? Eine Garantie? Die gibt es nicht. Wir bitten nur, dass sie an uns glaubt. Einst gab es einen Mann wie euch. Sein Blick wanderte niemals umher, er war stets nach vorne gerichtet. Die Siegel wurden gebrochen. Ihr könnt nun tun, was wie es euch beliebt. Ich bin müde, ihr werdet mich nun ruhen lassen. Ach, es tut gut, wieder die frische Luft atmen zu können. Bramimond ist gewiss eine höchst mysteriöse Gestalt. Ich frage mich, was es überzeugt hat, die Siegel zu brechen. Eine interessante Frage. Ich glaube, es war Dunkelheit, völlig undurchdringbare Dunkelheit, deren Natur weit jenseits menschlicher Vorstellungskraft liegt. Aber dessen ungeachtet müsst ihr euch beeilen. Die Siegel wurden gebrochen. Neger hat dies sicherlich schon längst wahrgenommen. Ihr müsst so schnell wie möglich die lodernde Klinge erreichen. Wie bedauerlich. Ihr seid zu spät. Ah! Nergal! Ah, endlich. Endlich ist meine Macht wiederhergestellt. Kommt, Ninian und Nils, hier entlang. Öffnet das Tor für mich. Das Rachentor. Nein! Ihr dürft nicht gehen, keiner von euch beiden. Möchtet ihr meine Macht gleich hier und jetzt erfahren? Du kannst wählen, Ninian. Gehorche mir oder... Wenn ich euch folge, werdet ihr dann meinen Bruder ziehen lassen? Einer von euch beiden sollte ausreichen. Wie du wünschst. Pass auf Lord Elliot auf. Ninian, das darfst du nicht. Das Tor wird sich öffnen und mir wird unbegrenzte Macht zufließen. Okay. Edward, bist du wach? Wo? Im Lager. Du und Nils, ihr wurdet beide von Nergats Abschiedsgeschenk niedergestreckt. Erinnerst du dich? Seine Macht, so viel größer denn je denn zuvor. Hätte Lord Athos nicht eine Barriere errichtet, hätten wir sowohl dich als auch Nils verloren. Wenn er wirklich die Absicht gehabt hätte, euch zu töten, wäre auch meine Macht nicht ausreichend gewesen, euch zu retten. Ninian, um uns zu schützen, hat sie... Selbst wenn ihr ihn findet, könnt ihr ihn nicht besiegen, nicht in diesem Zustand. Wenn ihr wünscht, das Mädchen Ninian zu retten, nun, die Macht Nergal zu stürzen liegt in der heiligen Waffe. Habt ihr verstanden, Elliot? Ja, ich weiß, was ich zu tun habe. Ihr müsst nach Ossetia reisen und Rolands Klinge in euren Besitz bringen. Doch bevor ihr geht, nehmt dies, Elliot. Dies ist ein Himmelssiegel. Es tut mir leid, Lord Athos, diese Siegel befinden mich nicht als ihrer würdig. Vertraut mir, nehmt es und haltet es in euren Händen. Nun gut. Es ist... Er verwandelt sich jetzt. So lange haben wir gewartet. Genau, jetzt sind wir ein Edelmann. What the fuck, ein Edelmann. Wir können jetzt Lanzen auch tragen. Das ist schon gut. Lord Athos, wie ich es mir dachte, es erachtet euch als würdig. Das ist unglaublich. Mein Körper wird von einer unglaublichen Macht erfüllt. Gut gemacht, Elliot. Gehen wir, müssen diese Waffe bekommen. Wir werden Nergal besiegen und Ninian retten. So, dies alles tun wir aber erst im nächsten Part von Fire Emblem 7. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.